Recht herzlich willkommen zur 198. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, wie ihr an der Stimme noch hört, ist es immer noch so, dass ich krank bin und erkältet bin ohne Ende. Und ja, ich mache trotzdem noch eine Runde für euch. Nee, warte mal, hier wollen wir nicht hin. Wir wollen schauen, dass wir erstmal hier reingucken, wie lange die anderen Sachen noch dauern. 3 Tage war das eben. Oder eben, ist gut, ne? Ist eine Woche her. Das war 16 Tage und... Sandra. Weiter unten, ne, oder? Hier ist Duna ohne Wiederkehr. Noch 3 Tage, alles klar. Das bedeutet, da sind wir noch nicht so weit. Könnten vorspulen, ist klar. Aber wir können auch erstmal gucken, ob wir noch was anderes haben. Da ist wieder der Bug, dass die drei Zeichen angezeigt werden. Das hatten wir letztes Mal schon gelesen. Das wäre eine Easy-Going-Geschichte, ne, oder? Positioniere einen Satelliten. Lass mal gerade gucken, was ist. Luna. Positioniere einen Satelliten in einer bestimmten Form von Luna. Rette Defort? Ach so, die sind auf dem Rückweg, deswegen, alles klar. Das können wir nicht machen, das war das Dicke. Ja, okay. Dann lass uns mal gerade hier den Satelliten positionieren. Machen wir, ne? So, gehen wir hier hin. Entschuldigung. Wird öfter passieren, dass ich in die Aufnahme huste. Aber ist halt so. Öffnen. Drahlos V1. Ja, wir wissen nicht mehr, wofür es war. Da hatte Drahlo damals recht, ne? Okay, da sind 2 Dinger drauf. Dafür war es wohl gut, dass man einrettet. Und ich gehe davon aus, dass die alle da so diese Sache waren. Flowtest. Kerbin Orbiter. Okay, das ist was Dickeres. Man müsste mal einfach hier aufräumen vielleicht, ne? Minmus Lander, Minmus. Orbitalrakete. Hört sich doch gut an, oder? Aber ist leider mit Kapsel. Könnte man ja schnell umbauen, ne? Rescue, Schirmtest, Schirmtrennen, Tempboost, Test, Testkapsel, Testrack, TRV-2, TRV-1 und sowas, keine Ahnung. Testrakete, Version 1-2-3. Irgendeine Untitled Spacecraft. Ja, sieht auch sehr interessant aus. Zielschirm, Zielschirm. Okay. Mach das mal weg. Und... Ein Satellite sollen wir dahin machen. Nehmen wir das Hex. Okto. Wer war denn jetzt der bessere von den beiden? 450? 650, der wahrscheinlich, aber der müsste ja auch reichen, ne?
Mach das nochmal weg. Jetzt kann ich das nicht wegmachen, oder was? Muss ich erst den wegmachen, um den wegzumachen. Cool, ne? So, jetzt haben wir den da. Okay. Jetzt müssen wir da was dran bauen. Fangen wir. Ne, da brauchen wir nichts von. Scheinwerfer? Nö, brauchen wir auch nicht. Das ist der Bremsfallschirm. Ne, da sind wir ja falsch. Da müssen wir hin. Jetzt ist die Frage. Komm, machen wir dran. Ja. Machen wir Plus hier. Und. Barometer. Machen wir auf die Seite. Und den könnten wir oben drauf setzen, ne? Ich weiß nicht, wofür es gut ist, aber ich mach's einfach mal, ne? Irgendwann ist mal der Tag, wo wir es vielleicht brauchen könnten. Eine Antenne. Ne, die will ich da nicht hinsetzen, oder? Will ich, wenn, dahin machen. Ja. Dann brauchen wir Strom. Machen wir. Oder lieber einen Ring drunter. Der ist eigentlich viel zu überdimensioniert. Das reicht schon wirklich, einen davon zu nehmen, oder? Obwohl, das ist auch doof. Machen wir da zwei von dran, ne? Und das war verkehrt. Den wollte ich und den wollte ich. Und dann ein paar Solarpanels, ne? Nochmal. Reichen die? Gute Frage, ne? Komm weg. Weg, wir machen das mit den anderen. Kann nicht eingefahren werden, das ist gut. Mehr brauchen wir auch nicht. Machen wir gerade auf. Ja, das sind die, die ich haben wollte. Ist noch gerade zu überlegen. So ein Ding wiegt wie viel? Masse 005. Die sind etwas schwerer, dann okay. Aber okay, lassen wir so. Sieht doch ganz nett aus, oder? Nur, ich glaube, die drehen wir um. Das war falsch. So hätte ich es gerne. Sieht so ganz gut aus, oder? Ja. Da brauchen wir nichts von. Ein Kühlmotor brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir hier jetzt auch nicht. Jetzt brauchen wir einen Decoupler. Der da unten drunter kommt. Und da drunter. Ne, warte mal. Ne, ne, oder? Ne, da muss erst noch ein Motor drunter. Und diesen ganz kleinen haben wir wo?
Da. So, ne? Und hat der schon Dingens? Ne, der braucht auch noch hier so ein bisschen Treibstoff. Oh, der ist so groß. Auch ziemlich groß. Da war doch so ein ganz kleines Ding irgendwann mal. Der war das doch eigentlich, oder? Naja, dann nicht. Die sind alle so riesengroß. Aber der war so. Aber der ist ja riesig. Oh. Oscar war das? Oscar sieht ganz gut aus. So, das macht doch einen guten Eindruck, oder? Ja. Jetzt brauchen wir den Decoupler. Der war das, ne, oder? Ja. Ne, wir brauchen erst so ein Ding. Oder? Struktur. Da. Ein bisschen groß. Ne, das ist ein Adapter. Das sind die Adapter. Ne, Adapter wollte ich nicht. Ich wollte was ganz anderes. Den zum Einpacken wollte ich haben. Der ist unter Aerodynamik zu finden, oder wo? Der ist es, ne? Aber die ist viel zu groß. Ja. Wo ist denn dieses Ding, was man da selber bauen kann? Radiale Ansaugvorrichtung, ja, ja, super. Eigentlich ist es doch Struktur, oder? Adapter. Mikroknoten läuft, ne? Reaktionsrad brauchen wir nicht. Kupplung. Nutzlast, was ist das? Das ist er doch da. Na, wenn ich das noch hinkriege. Ja. Querschnitt platzieren. Wenn ich das aber drücke, macht er das nicht. Oder? Doch. Sehr interessant. Ja, jetzt passt's, ne? Genau so wollte ich's haben, ne? Klar. So, die Struktur sind mal los.
das Ding bleibt da dran, ne? Ne, dann müssen wir das erst so machen. Da muss erst der Decoupler hin. Und dann das Teil darunter. Ich glaube, ist trotzdem noch dran, ne? Ist jetzt nicht das Beste, ne? Aber. Ja, komm, lass so, ist egal. So, und dann darunter ein Tank. Tank. Tank ist das. Jetzt müssen wir mal rauszoomen wieder. Und da ein Triebwerk dran, ne? Das da. Und die Kappler. Ne, der ist ein bisschen klein. Der passt. Und darunter wieder ein Tank. Und da dann ein Triebwerk dran. Ne? So. Rauszoomen. So ein bisschen tiefer. Passt. Und dann noch zwei Booster da dran. Ne, der ist so groß. Der ist der richtige, oder? Aber stopp, da müssen erst wieder. Jetzt hier sag schon. Die dran. Und dann die Booster da dran. Ich glaube, das sitzt nicht richtig. Die machen wir ein bisschen höher hier. So sitzen sie wohl richtig. Nose Cone da drüber. Nee, war das ja auch eine Name, ne? Da drauf. Passt. Den da noch dran, ne? Braucht nur einer sein, ne? So. Unbemanntes Fahrzeug. Satellitenrakete nennen wir die mal und das speichern wir dann. Und ich weiß gar nicht, ob sie fliegt oder nicht. Aber puh, mal gucken, ne? Werden wir nächste Folge sehen. Diese Folge soll es reichen. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch nicht abonniert habt, macht das gerne und einen Daumen hoch würde ich mich darüber freuen, wenn ihr der Folge eine Zustimmung geben würdet. Bis dann. Tschüss.